Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Gefangen in der Gruft der Königin für das Schwarze Auge, herausgegeben von Ulysses Spiele. Und das ist ein Escape Room Szenario für dieses System. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, ich sagte ja bereits, dass es sich dabei um ein Escape Room Szenario handelt und es war ja früher in den Rollenspielen so, in den guten alten Zeiten, wenn ich das mal so sagen kann, dass einem Helden oder der ganzen Gruppe die Ausrüstungsgegenstände weggenommen worden sind, alles, was sie irgendwie hatten oder haben, und dann wurden sie in ein Gefängnis, in einen Knast gesteckt, in eine dunkle Höhle und mussten daraus entkommen. Das hier ist nicht so ein Abenteuer. Und das ist etwas, was ich erst einmal gut finde. Worum es eigentlich gehen soll, darüber werde ich natürlich jetzt auch sprechen. Hier gilt eine besondere Spoilerwarnung, weil es nicht nur um den Inhalt dieses Abenteuers geht, sondern eben auch werden einige der Rätsel aufgedeckt. Also wenn ich dann hier durchblättere, dann kann es eben das ein oder andere Mal sein, dass ihr nicht nur diesen Abenteuerplot euch anhören könnt, sondern eben auch die Rätsel werden dabei offengelegt mit den Meisterinformationen, was dann eben auch dazu führt, dass ihr überhaupt keinen Spaß damit mehr haben könntet, so ihr das denn spielen wolltet. Ich habe ja bereits gesagt, dass es sich dabei nicht um einen typischen Dungeon handelt. Es geht nicht darum, dass man die Helden irgendwo reinwirft zu Beginn des Abenteuers, sondern sie können eigenständig in diesen Escape Room hinein, beziehungsweise in dieses Grabmal der Königin. Worum soll es gehen? Wir befinden uns irgendwo in Tobrien, und das irgendwo meine ich auch genau so. Der Spielleiter kann es sich aussuchen, wo er dieses Grabmal hinsetzt, so dass es Sinn macht. Es kann gestartet werden aus drei verschiedenen befreiten Städten in Tobrien. Man kann das aber auch ganz woanders spielen. Das ist später ein Punkt, den ich dann bei der Modularität loben kann. Ja, also wir können aus Perinefurten starten, wir können aus Eslamsbrück starten, aus Mendena, aus Warung, ist es komplett egal. Wir können eigentlich, wenn man es genau nimmt, kann man das ganze Ding sogar ins Horasreich verlegen, und dann spielt man nicht mit irgendeinem Mokoscha-Grab, sondern man spielt dann mit Shinxir. Hauptsache, wir haben da irgendwie unsere wabenförmige Struktur. Es werden dabei dann drei Beispielstädte vorgestellt. Dabei habe ich ja schon welche erwähnt. Also Perinefurten wird hier kurz vorgestellt. Das finde ich, eigentlich ist das relativ geschickt gemacht. Zum einen füllt man hier die Seiten. Zum anderen kann man dann eben auch diese befreiten Städte ja herstellen oder darstellen. Aber so kurz wie das hier ist, kann man dann nicht ein richtiges Gefühl für entwickeln. Es werden dann ein paar Tavernen genannt, ein paar Persönlichkeiten, die in der Stadt herumlaufen. Mir würde das dann aber in einem richtigen Quellenband, in einem Regionalspielwerk, in einer Hilfe, würde mir es mir deutlich besser gefallen, wenn man sich da mehr Zeit nimmt und die dann in Kombination ausliefert. Das muss jetzt auch gar keine Regionalhilfe sein für, naja, für ganz Tobrien, sondern das kann halt auch erstmal nur ein kleiner Teil sein. Ich weiß nicht, mit sowas wie 16 Seiten meinetwegen, also Heldenwerkgröße, dass man dann richtig kleine Regionalspielhilfen anbietet. Die müssen ja nicht immer irgendwie 100 oder 120 Seiten fassen. Das muss ja gar nicht der Fall sein. Aber hier wird jetzt eben in sehr kleinem Raum auf drei verschiedene Städte eingegangen, die dann der Spielleiter modular einbringen kann. Die Helden bekommen dann mit, dass es wohl ein paar Artefakte im Umlauf gibt, die dann von verschiedenen Meisterpersonen gehandelt werden, die aber auch entdeckt worden sind und können sich da dann einklinken. Es geht dann um sowas wie: Wir verfolgen einen Goblin über ein Häuserdach, oder wir laufen der Diebin hinterher, die dann eine tolle Nachricht noch schreibt. So eine ganz typischen Sachen eben, dass man da eben so ein kleines Stadtabenteuer noch mitspielen kann, dass man so ein bisschen vorbereitet wird. Man kann auch noch ein paar Hintergrundinformationen in dieser Stadt sammeln, bevor man dann aufbricht. Auch das macht natürlich Sinn, dass man dann nicht ganz unvorbereitet loszieht. Wenn sie dann am Ende jemanden gefunden haben, der in diese Gruft schon eingebrochen ist, der da Artefakte rausgezogen hat, dann kann derjenige oder diejenige kann dann diese Informationen dann teilen und die Helden zu diesem Grabmal bringen. Und damit geht der Spaß eigentlich los. Das ist so ein kleines Einführungsding. Das ist ganz nett, aber mir gefällt es wesentlich besser, als wenn man die Charaktere einfach so in diesen Dungeon reinwirft und ihnen alle Ausrüstungsgegenstände mitnimmt. Nee, sie gehen hier völlig vorbereitet rein und wissen eben, dass da Schätze drin liegen, und wissen eben, dass das auch gefährlich sein könnte.
Die Reise durch Tobrien zu diesem Grabmal kann dann noch beliebig ausgestaltet werden. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, in welcher schwarzen Heptarchie wir uns befinden. In Mendena war dann eher Xeran und Hafax zugange. Hat da das Land nicht so sehr verändert, da ist dann eher die See das Problem. In Wahrung haben wir dann eigentlich mit sowas wie Sümpfen zu rechnen oder noch ein paar restlichen Untoten, die man da besiegen kann. Oder wenn wir uns in der Nähe von Yol'Gurmak aufhalten, dann würden dann eher veränderte schwarze Bäume das Problem sein. Das ist natürlich dann immer ganz abhängig davon, wie ihr mit eurer Gruppe den Einstieg wählt. Die Helden gehen in diese Gruft und können dann durch einen Gang kriechen. Der Gang stürzt ein und sie sind in einem Escape Room gefangen. Damit geht das Spiel los. Den Charakteren wird eine gefesselte Seele, ein Geist, ein lieber Geist an die Hand gereicht. Das ist ein ganz netter Trick, den sie hier angewandt haben, wenn denn die Charaktere nicht weiter wissen, weil sie gerade keine Ahnung haben, wie es weitergeht, dann kann der Spielleiter, kann dann jederzeit Hilfe leisten, eben mit diesem Geist. Der kann durch irgendwelche Räume hindurchschweben, der kann bei diesen Rätseln helfen, wenn es dann irgendwas ist zum Rechnen, wenn die dann irgendwo auf dem Schlauch stehen, dann kann sich der Spielleiter IT einklinken. Das ist, wie gesagt, wichtig. Wenn ein Spielleiter OT-Informationen einbringt, ist das natürlich auch jederzeit möglich, aber damit man dann eben in Time bleibt, damit man dann eben nicht aus diesem Spielgeschehen herausgerissen wird, kann man sich dann eben dieses Geistes bedienen. Man kann ihn eben auch weglassen. Die Geschichte von dem Geist finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich kenne mich ein bisschen mit den dunklen Zeiten aus, aber ich habe noch nie was davon gelesen, dass Mokoscha und Hesindegeweihte, also die Bienenkönigin und naja, die Schlangenkönigin, beziehungsweise Göttin, dass die Charaktere, dass die Priesterinnen opfern, dass die denen einen Dolch ins Herz stoßen. Ich weiß nicht, wie man auf so einen Trichter gekommen ist. Also Bienengemeinschaftsgefühl. Das mag vielleicht bei Xingxie der Fall sein, dass man sich für die Gemeinschaft opfert, dass man sich in einen Speer des anderen wirft, damit man dann den großen Triumph am Ende mitbekommt. Aber dass Mokoscha, die Bienenkönigin, einzelne Priesterinnen lebend fordert, damit es irgendwie weitergehen kann, es wird ja auch nicht mal klar, warum sie geopfert wurde. Es ist einfach so, dass sie Probleme damit bekommen hat, kurz bevor sie sich selbst in den Dolch ins Herz gestoßen hat, dass sie das dann eigentlich nicht mehr wollte. Und dann haben die Priesterinnen gesagt, nee, nee, jetzt musst du es halt trotzdem machen. Und dann haben die Priesterinnen ihr den Dolch ins Herz gestoßen, während sie angefangen hat zu zweifeln. Und das hat sie dann eben so ein bisschen mitgenommen. Und deswegen ist sie immer noch so ruhelos und an diesen Ort gefesselt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund von diesem Geist. Macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. So gar nicht. Aber da können wir gerne auch die Autoren noch was zu sagen, wenn sie das anders sehen. Ich habe die dunklen Seiten 2 Jahre geleitet und das ist nicht das, was ich so mitbekommen habe von Mokoscha. Und in den Romanen habe ich es auch nicht so gelesen. Ja, dann wird, wie gesagt, nachdem sie gefangen genommen worden sind, einfach durch diesen Steinbruch, diesen Einsturz, werden dann verschiedene Rätsel ihnen gestellt. Ihr hattet ganz am Anfang, hattet ihr diese Wabenstruktur gesehen, die kann ich jetzt auch gerade nochmal einblenden von diesem Grabmal. Und ja, die sind einfach wabenförmig aneinandergereiht. Jede dieser Räume hat eine Tür. Und durch die Tür, wenn man sie geöffnet hat, kann man dann in die nächsten Räume vordringen, da kann man das nächste Rätsel lösen und dann kann man zum wieder nächsten Raum und zwischendurch lootet man ein paar Schätze. Das ist so die Essenz. Es gibt ein paar Sachen zum selber rechnen oder zum selber drüber nachdenken und das ist eben auch das, was ich haben will. Der Spielleiter muss dieses Abenteuer zwangsläufig als Escape Room Szenario anbieten. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn dann da jemand daneben sitzt, der nicht weiß, was auf ihn zukommt und dann wird er eben vor Rätsel gestellt, auf die er gar keine Lust hat. Es muss angekündigt sein, dass das eben mit Eigenlogik zu lösen ist. Es gibt hier dann auch immer noch ein paar Tipps nach dem Motto, ja, wenn eure Spieler nicht weiterkommen, dann lass sie eine Rechnenprobe würfeln und dann kannst du ihnen einen Tipp geben. Finde ich allerdings, wie gesagt, nicht gut. Man kann kleine und wenige Tipps geben, aber dann mit irgendwelchen Würfelproben kommen, nach dem Motto, würfel mal eine Rechnenprobe. Das ist halt in meinen Augen ein bisschen verfehlt. Das ist nicht so dieses Escape Room Feeling, was ich haben will. Ich habe mal nachgerechnet.
Es gibt in diesem Buch Sinnesschärfeproben. 35 Stück werden hier eingefordert. 35 Sinnesschärfeproben werden hier eingefordert. 5 Rechnenproben, die abgefragt werden. Dabei ist eine für eine Rätsellösung essentiell. Das heißt, man kann es nur über eine Rechnenprobe lösen. Es ist kein wirkliches, richtiges Rätsel, was man dann durch eigenen Grips lösen kann, sondern ja, wenn die Helden auf diese Lösung kommen wollen, dann müssen sie eine Rechnenprobe würfeln. Und wenn sie die geschafft haben, dann können sie das Rätsel lösen und diese Kugel in dieses Loch einwerfen. Finde ich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nicht das Rätsel, was ich haben will in so einem Buch, wenn das eben angekündigt ist. Alternativ, ich hätte gesagt, Sinnesschärfeproben 35. Es werden Sagen und Legenden und Geschichtskenntnisse. Die werden so ein bisschen zusammengefasst in diesem Buch. Man kann sich das entweder aussuchen, würfel ich jetzt auf Geschichtskenntnis oder auf Sagen und Legenden. Hier werden 30 Stück eingefordert. Wenn man mit einer Gruppe von 5 für Sinnegewalten spielt, die dann Sinnesschärfe und Sagen und Legenden oder Geschichtskenntnis hochgesteigert haben, dann sollte man in dieses Abenteuer reingehen. Ja, damit wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ein Krieger hier reinkommt, der wird hier sicherlich nicht so sehr viel Spaß haben. Es gibt ja auch zwar ein paar Monster, aber auch die würde ich nicht hier bringen. Die sind eingebracht, die werden hier vorgeschlagen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, gegen diese Viecher kämpfen, die noch aus dem Insektenzeitalter übrig geblieben sind. Aber auch da stellt sich mir die Frage, okay, das ist jetzt ein Grabmal, das gebaut worden ist von Mokosha und Hesindepriesterin. Soweit bin ich damit fit. Aber da das jetzt noch irgendwelche übrig gebliebenen Insekten aus dem Insektenzeitalter hier rumlaufen, die mehrere Äonen alt sind, erschließt sich mir nicht so ganz. Sind dann wohl eher da, um die Stimmung aufzulockern, damit, wenn man da eben mit Gesellschaftscharakteren oder eben so einem Hesindegeweihten loszieht, damit auch der Krieger auf seine Kosten kommt, wenn denn der Krieger in dieser Gruppe ist. Der Dieb hatte dann irgendwie in der Stadt noch vorher was bekommen, damit er dann arbeiten kann. Und der kann sich dann eben auch als Naturkundiger noch ein bisschen um die Fallen kümmern, wenn sowas eben möglich ist. Dass man da nicht auf irgendwelche Trittfallen raufstapft. Auch da würde er dann noch auf seine Kosten kommen, aber ganz generell ist dieses Abenteuer eigentlich für motivierte Spieler und auch die Charaktere, die dann mitgeführt werden, dürften in die Richtung gehen, dass sie dann sehr hohe Wissenstalente haben. Die eigentliche Grabkammer ist ja, wie gesagt, eingeblendet gewesen. Man kann verschiedene Rätsel lösen. Ich werde nicht alle mal aufführen, aber dieses finde ich sehr gelungen. Die Türme von Warung oder Warhung. Das ist noch dann der alte Name von den Alhaniern, als sie dann damals aus den Ptolemidenlanden geflohen sind und dann hier ihr Matriarchat aufgebaut haben. Die Türme von Wahrung, ihr könnt es dann hier erkennen, es gibt noch eine Lösung für diese Schriftzeichen. Die wird dann noch vorne weiter am Anfang wird die genannt, dass man da dann diese Zeichen, diese Symbole, Glyphen übersetzen kann in arabische Schriftzeichen, also 1, 2, 3, 4, 5. Und was man dann hier eigentlich macht, ist Sudoku. Man spielt hier Sudoku mit den alhanischen Zeichen und muss dann zählen, wie viele Türme man von der Seite betrachtet erkennen kann. Das eigentliche Brettspiel dahinter finde ich unglaublich cool. Kann man sicherlich auch noch größer machen, dass man das auf 6x6 oder 7x7 erhöht. Das geht bestimmt, wird dann natürlich noch komplizierter. Aber das ist so ganz generell ein Ding, was man dann den Spielern am Tisch austeilen kann und dann können sie sich dann gemeinsam mit Logik daran tasten. Das dauert ein bisschen, aber das kriegt man hin. Ich würde auch empfehlen, dass man dann diese Schriftzeichen noch einmal übersetzt ins Arabische, damit man dann die richtige Lösung später eintragen kann auf diesem Sudoku-Feld. Und ja, also da hatte ich richtig Spaß, auch als ich das hier für mich alleine gelöst habe. Ich saß dann hier vorm Computer und hab mir dann die unausgefüllte Schablone genommen, hab das dann einmal ausgefüllt, hab das kontrolliert und bin auf das gleiche Ergebnis gekommen. Also diese Meisterinformation hier ist korrekt. Das nur einmal dazu. Ja, wie gesagt, hier haben wir dann noch so eine Kriegermumie. Da kann man dann gegen kämpfen, wenn man will. Man kann bei den verschiedenen Rätseln auch mal scheitern. Das ist nicht so das Problem. Man bekommt ein bisschen Schaden reingedrückt, hier und da ein bisschen. Ist alles völlig okay. Und sammelt weiter Schätze. Wenn man alle Räume gelöst hat, bekommt man als Belohnung eine weitere, ja, Überraschung, einen weiteren Loot-Gegenstand, in dem man dann so ein Mosaik-Puzzle zusammensetzen kann. Das ist das, was ihr schon auf der vorderen Seite gesehen hattet.
und kommt dann am Ende, wenn man die Rätsel gelöst hat, durch eine andere Tür wieder nach draußen, kann mit seinen Schätzen nach Hause rennen oder zurück in die Stadt und die dann beim Hehler verhökern. Das ist so quasi dieses Escape Room Szenarios. Wie gesagt, da viele, viele Rätsel, ein paar Räume. Man kann auch, das ist hinten gegeben, weitere Rätsel ergänzen. Dazu gibt es dann ein paar Regeln, ein paar Tipps. Wir haben da eine Wabenstruktur. Wie kann ich weitere Waben anbauen? Das geht eben jederzeit. Müsste man sich einen Rätseltyp ausdenken, den man dann in dieser Kammer bringen will. Vielleicht noch ein bisschen Loot, ein bisschen Schätze, die man da reinpackt. Aber wenn eine Gruppe das weiter vergrößern will, dann kann sie das eben noch ganz modular tun. Ja, wir haben ein paar weitere Regelmechaniken. Was mir auch aufgefallen ist, hier wird mit unglaublich vielen Zauberzeichen gearbeitet. Das macht Sinn, weil die, naja, die Magie der alten Alhanier, die ist eben darauf ausgelegt. Das macht total Sinn, dass man hier dann mit Fallen bestückte Zauberzeichen in diesem, ja, dieser Grabkammer dann eben auslegt. Da kann man dann eben auch nochmal auf der rechten Seite unten die verschiedenen Zugänge legen. Eslamsbrück dann, wenn es befreit ist, Mendena, Perrinefurten. Man kann aber auch quasi jede andere Stadt nehmen. Das sind jetzt nur Beispiele, die hier gegeben sind. Aber man kann das ja auch in ganz Aventurien rumschieben. Vor allem im Horasreich mit dem untergegangenen Xing'Cir-Kult. Auch das würde Sinn ergeben. Ja, das war das gesamte Abenteuer. Alle Rätsel habe ich nicht gespoilert, aber das ein oder andere konntet ihr von den Seiten schon mal aufschnappen. Wir kommen zur Bewertung. Modularität. 4 von 4 Punkten. Ich habe das schon über die Bank weg mal angedeutet. Man kann es überall verschieben. Man kann es auch in andere Systeme übersetzen oder in andere Welten. Das heißt, wer dann D&D spielt oder meinetwegen auch sowas wie Shadowrun und wer dann da eben sowas machen will, der kann dann die Rätsel eben auch da übernehmen. Da sollte man dann diese Mokoscha-Gruft eben ein bisschen rauskürzen oder verändern. Aber die Rätsel an sich sind für andere Systeme, für andere Welten übernehmbar. Das ist eben ausgezeichnet, 4 von 4. Spielspaß, ja, das muss angekündigt werden. Ganz, ganz wichtig. Der Spielleiter kann nicht einfach sagen, okay, ihr fangt jetzt ein neues Abenteuer an, wir beginnen Perrinefurten und dann kommt man so nach und nach auf die Spur. Nee, man sollte dann wirklich den Spielern sagen, das sind jetzt Rätsel, ein Rätselabenteuer und wenn ihr da keinen Bock drauf habt oder wenn die Spieler da keinen Bock drauf haben, sollte man das nicht leiten, sonst geht der Spaß in den Keller und das führt nur zu Frust. Ich gebe 2,5 von 4 Punkten, weil ich habe das ja schon angedeutet, das ein oder andere kann dann nur mit Rechnen gelöst werden. Also es gibt hier keine Möglichkeit, das rätseltechnisch zu lösen. Die Charaktere müssen eine Rechnenprobe schmeißen. Wenn die erfolgreich ist oder wenn sie die Sammelnprobe geschafft haben, dann sind sie durch, dann sind sie weiter. Das ist richtig lahm. Schwierigkeit für den Spielleiter. 3 Punkte. Man muss natürlich das Abenteuer gelesen haben, man muss es verstanden haben, das gilt immer. Man muss aber auch die Rätsel verstanden haben, weil die Spieler werden Nachfragen haben. Definitiv, ganz sicher. Und die muss man beantworten können. Es kann nicht sein, dass man dann daneben sitzt und dann einfach diese Musterlösung rauszieht und sagt, ja, das ist die Rätsellösung. Nee, das ist kein Tipp. Man muss eben verstanden haben, wie die Rätsel funktionieren. Das ist nicht so sonderlich schwer. Man muss es einfach alles mal selber gemacht haben. Man muss diese Lösung nachvollzogen haben und dann kann man diese Rätsel eben auch entweder neu machen oder variieren oder verändern oder sich neue ausdenken. Ist es aber so nicht das schwere Abenteuer. Deswegen gebe ich hier 3,4 Punkte. Bonus. Ja, okay. Ich habe das ja schon angedeutet. 35 Sinnesschärfeproben. 35. 5 Rechnenproben, das ist noch völlig im Rahmen, aber eine davon ist eben essentiell, sonst kommt man nicht weiter. Und eine Sagen- und Legenden- oder Geschichtswissenprobe 30 Mal. Das ist nicht das, wie ich mir ein Abenteuer vorstelle. Ich will hier eine Balance aus verschiedensten Talenten, die abgefragt werden. Ich will durch die gesamte Bank laufen. Alle Talente, die irgendwie abgefragt werden, so will ich das eigentlich haben. Und ja, es gibt noch ein paar lieblos platzierte Gegner, die man benutzen kann. Es gibt ein paar Fallen, die man dann mit Sinnesschärfe entdecken kann. Oder eben mit sowas wie Fallen erkennen. Oder Fallenstellenprobe. So würde ich das eben handhaben. So ein paar Klettereinlagen, damit alle irgendwie was zu tun haben, damit man sich hier hilft. Das ist ja nicht, also natürlich kommt das hier auch vor, aber das Gleichgewicht liegt auf gar keinen Fall dann eben in diesem Abenteuer ausgewogen vor. 1 von 4 Punkten, damit kommen wir eben dann auf die Gesamtpunktzahl von
10,5 von 16. Das ist ja in Ordnung. Das ist ein gutes Abenteuer. Ich würde hier empfehlen, dieses Abenteuer zu kaufen. Ja, es ist eine Kaufempfehlung. Aber ich würde hier in diesem Abenteuer wildern. Ich würde verschiedene Rätsel rausklauen und dann unabhängig von dieser Gruft, unabhängig von diesem Escape Room Szenario mal irgendwo zwischendrin in der Kampagne, irgendwo zwischendrin im Abenteuer würde ich das mal einbringen, um die Situation aufzulockern, um die Spannung aufzulockern. Meinetwegen, wenn man in einer Taverne sitzt, da kann man natürlich irgendwelche Tavernen-Trinkspielchen spielen. Oder, naja, es kommt ein Händler vorbei, der sagt, hey, ich habe hier dieses Rätsel und ich wette, ihr könnt das nicht lösen. Das ist dann ein Rätsel, was dann mit Logik gelöst werden kann, was diese Stimmung auflockert, was einfach mal was anderes ist zum typischen Tavernen-Trinkspiel. Das reicht dann eben auch mal, da kann man dann beliebig abkürzen, das kann man dann auf einer Convention spielen, meinetwegen, wenn man nur 2 Stunden Zeit hat, wenn man nur 4 Stunden Zeit hat. Ich finde das zum Wildern, dass man sich diese Ideen hier rausklaut als große Sandbox, das finde ich gut. Ich würde aber dieses Abenteuer selber, so wie es hier drin spielt, so wie es hier drin steht, würde ich es nicht spielen. Das so meine Empfehlung. 10,5 von 16 Punkten. Meine Rezension subjektiv. Wer eine andere lesen will, der sei auf andere ja, Rezensenten verwiesen. Das ist meine Einschätzung zu diesem Abenteuer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.